Auf Einladung des katholischen Hilfswerks Kirche Not ACN ist Erzbischof Martin Kmetec in der Schweiz unterwegs. So feiert er etwa hier in Horgen mit kroatischen Gläubigen den Gottesdienst. Sein Bischofsstuhl ist Izmir in der Türkei, früher Smyrna. Und so kann er sich als Nachfolger von Polycarp, erstes, zweites Jahrhundert, verstehen, der noch in unmittelbarem Zusammenhang zu den Uraposteln stand und vermutlich als Märtyrer starb. Nur klein ist die Gemeinde dort. In der Türkei sind nur 0,2% katholisch. Und die katholische Kirche hat dort keine eigene Rechtspersönlichkeit. Das heißt, Erzbischof Martin kann zum Beispiel nicht im Namen der Kirche vor Gericht gehen. Kurzum, eine extreme Diaspora-Situation. Warum ist es wichtig, dass weiterhin Christen in der Türkei leben? Because of the very rich heritage that we received from the beginning of the church. The land of Turkey is the land where started the mission in the pagan world. Then there is the heritage of martyrdom. They gave the testimony and they gave their life for Christ. Turkey is the place where 6 ecumenical councils were held. We have also the message of gospel to say, not only to keep the memory, but also to say, as St. Paul says, give the answer to whom is asking you about the heritage that you believe in. Papst Franziskus hat den synodalen Weg angestoßen. Wie sieht es diesbezüglich in der Türkei aus? We already started this process before the encouragement came from Rome. Essential question is what was ever from the beginning of the church, the testimony and faithfulness to the Christ death and on the cross and risen from the dead. Dass der Erzbischof an diesen Kernauftrag erinnert, kommt auch in der Schweiz gut an, wo die Frage nach dem Wie freilich zu etwas anderen Akzentsetzungen führt als in Kleinasien. So lebt Kirche. Und bei solchen Begegnungen wird das Katholische deutlich. Es ist natürlich sehr faszinierend zu sehen, wie die Kirche auch international funktioniert und aufgestellt ist. Die Verhältnisse dort sind sehr interessant, aber auch schwierig, wie wir mitbekommen haben. Sehr wenige Gläubige, die dort noch wohnen. Aber trotzdem noch ein Bischof, der sehr motiviert aussieht und das Ganze sehr gut führt, wie es aussieht. Und ja, es ist eine sehr schöne Erfahrung. Ich denke auch für die anderen Gläubigen, die ich gesehen habe, so einen Bischof zu sehen. Ja. Ein Bischof nahe bei den Menschen, der sich trotz aller bürokratischer Hürden dafür einsetzt, dass Kirche ihre Grundfunktion wahrnimmt. Dabei sind gute Seelsorgerinnen und Seelsorger, aber auch Gebäude sehr wichtig. Dank der Hilfe durch Kirche in Not etwa kann die von einem Erdbeben beschädigte Kirche St. Polycarp wieder aufgebaut werden. Für den Kroatenseelsorger Ivan Prosina ist die Begegnung eine Ehre und es beeindruckt ihn, wie sein franziskanischer Mitbruder die kleine Herde mit Geduld und täglicher Kleinarbeit zusammenhält. Ohne Bischof, diese Gemeinde werde zerstreut und bald wie möglich vielleicht noch schon weggegangen oder ohne Christen die Stadt geblieben werde. Ich bin stolz auf das, dass Bischof Martin konnte zu uns kommen und in kurzen Worten nur ganz wenig über diese Diözese und diesen Status der Christen in Türkei zu sagen. Das finde ich sehr wichtig, auch für unsere Gläubigen. In den letzten Gottesdiensten haben Sie Gottesdienst gefeiert auf Deutsch, Slowenisch und Kroatisch. Was fühlen Sie dabei? Was sagt Ihnen das? For me it is to feel the universality of the church. To feel that we are all brothers and sisters. The difficulties also unite us. It is important that we persevere, united to Christ, united in faith, and united in hope.